Wedding. Zwischen Arbeiterkiez und Hotspot der Gentrifizierung. Aufwertung, steigende Mieten, Verdrängung, aber auch Gegenwehr. Mit Dr. Ibrahim Al-Sayed, Salam e.V., Jacqueline Zanei, Die Linke, BVV Mitte, Eileen Celik, Kiezkommune Wedding, Lotte, Café Kralle und Stefan Panther, Hände weg vom Wedding. Die Veranstaltung wurde moderiert durch Philipp Möller von der Redaktion des Mieterechos und der Bezirksgruppe Wedding der Berliner Mietergemeinschaft. Teil 1. Beiträge vom Podium. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute gekommen sind. Genau, ich bin Philipp Möller. Ich bin hier in der Bezirksgruppe von der Berliner Mietergemeinschaft aktiv. Die Mietergemeinschaft ist ein Verein, Mieterverein mit so 30.000 Mitgliedern. Wir haben hier eine Bezirksgruppe im Wedding, da haben sich aktive Mitglieder im Verein organisiert und es gibt es auch schon relativ lange, ich glaube seit 2015. Und wir organisieren regelmäßig Veranstaltungen, begleiten Mieterinnen und Mieter, die sich gegen ihre Vermieter wehren, machen Hausversammlungen, wenn der Vermieter eine Modernisierung ankündigt. Wir haben jetzt 2 Veranstaltungen gemacht zu Betriebskosten, denn die Energie- und Betriebskosten sind explodiert. Genau, wir haben uns aber auch schon mit Wohnungslosigkeit beschäftigt und genau, wir suchen auf jeden Fall auch noch MitstreiterInnen, wenn ihr also Lust habt, euch auch bei uns zu engagieren. Wir haben hier so eine kleine E-Mail-Liste, die gebe ich am Ende auch noch rum. Da kann man sich eintragen, dann werdet ihr über Veranstaltungen informiert, über unsere Treffen. Wir treffen uns einmal im Monat. Genau, und heute machen wir zusammen mit der Redaktion des Mieterechos, wo ich auch regelmäßig Artikel schreibe, eine Veranstaltung, denn die aktuelle Ausgabe des Mieterechos widmet sich dem Wedding. Ich hoffe, ihr habt sie alle schon gelesen. Ansonsten gibt es auch da vorne Ausgaben zu mitnehmen. Man findet das auch online. Genau, und wir haben halt in dem Heft zum Wedding versucht, so ein Überblick zu geben, was sind so aktuelle Initiativen, Kämpfe im Bezirk, was gibt es vielleicht auch für Orte im Bezirk, die für so eine linke Szene, für eine linke Bewegung, für kämpfende Mieterinnen und Mieter irgendwie wichtig sind, für eine feministische Organisierung wichtig sind. Und genau, heute wollen wir uns so ein bisschen sozusagen mit den verschiedensten Akteuren im Kiez sozusagen mal austauschen, was so die verschiedenen Perspektiven auf die aktuelle Situation sind, was so verschiedene Kämpfe sind, vielleicht auch ein bisschen darüber diskutieren, wie man verschiedene politische Ansätze zusammenbringen kann. Und genau, dafür haben wir ein sehr breites Podium zusammengestellt, was mich auch sehr freut. Wir haben an der Außenseite Ibrahim von Salam e.V., das ist ein Kulturverein hier in der Straße, in der Buttmannstraße, hier ein paar Häuser weiter. Wir haben Jackie von der Linken, du bist auch in der BVV, glaube ich, genau, für die Linke hier in der BVV in Mitte. Wir haben Eileen ist von der Kiezkommune und in der feministischen Gruppe Ella Trebe aktiv. Wir haben Lotte aus dem Café Kralle, das kennt ihr bestimmt alle, ist meine Lieblingskneipe, da bin ich auf jeden Fall regelmäßig und treffe eigentlich auch mal irgendwelche Leute da. Und wir haben Stefan von Hände weg vom Wedding, genau, ist wahrscheinlich auch bekannt, eine Stadtteilorganisierung hier, die es auch schon seit 2012 gibt, genau. Genau, die Idee von der Veranstaltung ist so ein bisschen, dass wir am Anfang einfach ein bisschen auf dem Podium diskutieren. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Das heißt, ihr kriegt so ein bisschen so einen Eindruck davon, was machen die Gruppen, wo sind die gerade so dran, was sind vielleicht gerade aktuelle Kämpfe. Und dann würden wir im Anschluss quasi aber auch gerne mit euch zusammen diskutieren. Ihr könnt eure Fragen stellen. Vielleicht ist ja der eine oder die andere auch noch auf der Suche, wo kann ich mich organisieren. Vielleicht habt ihr ja heute danach eine Idee, was so Punkte, Gruppen, Ansatzpunkte wären, wo ihr euch vielleicht auch einbringen könnt. Genau, und im Anschluss an die Veranstaltung, ich denke mal, es wird so 1,5 Stunden gehen, freuen wir uns, wenn ihr noch hier bleibt, wenn wir hier noch ein Getränk zusammen trinken oder was Kleines essen, genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr, dass die Kiezkommune uns heute den Raum zur Verfügung gestellt hat. Ich bin selber auch Nachbar und ich freue mich sehr, dass es diesen Kiezraum hier gibt in der Buttmannstraße. Starten würde ich mit unserer Runde gerne mit dem Café Kralle. Und genau, das Heft heißt ja Wedding zwischen Gentrifizierung und Widerstand. Ist, glaube ich, euch ja allen bekannt. Wahrscheinlich wohnen auch viele von euch im Wedding. Der Wedding ist ja ein Bezirk, der auf jeden Fall gerade einer Aufwertung unterliegt, einer Veränderung. Es ziehen immer mehr Leute, vielleicht auch mit etwas höheren Einkommen, in den Kiez zu. Man kann in verschiedenen
einzelnen Teilen des Weddings irgendwie beobachten, dass sich auch Gewerbestruktur verändert. Also, was weiß ich, die Kiezkneipe oder die Spielcasinos ziehen aus und es öffnen eher so hippere Cafés, vielleicht auch mit etwas teureren Preisen. Und das Café Kralle gibt es ja schon ziemlich lange. Ich glaube, seit 45 Jahren. Ne? Ja. Und ich meine, im Café Kralle kommen natürlich sozusagen auch die verschiedenen Entwicklungen, die es hier gibt. Einerseits in der Linken, aber also in der gesellschaftlichen Linken, aber natürlich sozusagen auch Identifizierungstendenzen irgendwie zusammen. Und ihr genau merkt das vielleicht sozusagen in eurem Publikum, was bei euch in der Kneipe ist. Es gibt auch ein ziemlich cooles Interview im Mieterecho, also wer es noch nicht gelesen hat, sollte da unbedingt mal reinschauen. Genau, und vielleicht kannst du erstmal kurz berichten, also was seid ihr sozusagen eigentlich für ein Akteur als Café Kralle und inwiefern vielleicht bei euch auch ein Stück weit sozusagen diese Gentrifizierungsprozesse auch ankommen und wie ihr das vielleicht spürt in eurer alltäglichen Arbeit? Ja, genau, wir sind ein feministisches Kneipenkollektiv, also Kollektiv ohne Chefin organisiert. Wurde 77 als Frauenkollektiv gegründet und ganz konkret, ich bin noch nicht so lange dabei, aber es wird an der Kneipe werden ja auch immer Geschichten erzählt und es wird sozusagen so Wissen weitergegeben und ich habe mich auch mit anderen Kolleginnen noch unterhalten. Tatsächlich wurde das Kralle vor ein bisschen über 10 Jahren von Akelius aufgekauft. Damit kam ein neuer Mietvertrag, auch eine sehr viel höhere Miete, ich glaube ungefähr doppelt so hoch. Und das ist, glaube ich, ja auch einfach, was hat sowohl die Mietwohnung betroffen, aber halt auch das ganze Gewerbe, was in diesen Häusern drin war, als noch viel vermehrter Immobilienkonzerne, die aufgekauft haben, renoviert haben. In unserem Haus sind tatsächlich nur noch ganz vereinzelt alte NachbarInnen übrig geblieben, die das geschafft haben, da zu bleiben und sich nicht diesem krassen Mietdruck beugen zu müssen. Und was halt Gewerbe angeht, die sind noch viel weniger geschützt, was Mietrecht angeht. Ich habe auch noch mit einer Freundin gesprochen, die hatte 5 Jahre ein Café im Sprengelkiez. Und da gab es auch ständig wechselnde Hausverwaltungen, ständig wechselnde Miete. Die hatte innerhalb von 5 Jahren eine Verdopplung der Mietkosten. Was Mietergemeinschaft ist mir gerade, als du geredet hast, ich glaube, wir haben noch so als wegen früherem Recht, weil wir schon so lange dabei sind, eine Mitgliedschaft in der Mietergemeinschaft. Aber ich glaube, aktuell kannst du als Gewerbe nicht mehr Beratung von der Mietergemeinschaft zum Beispiel in Anspruch nehmen. Ja, und vor allem diese kleinen Läden, wo haben nicht sehr viel Kapital, sind nicht so gut vernetzt und werden vor allen Dingen durch diese Mietpolitik rausgedrängt. Genau, was halt dazu kommt, neben den Mieten ist vor allen Dingen, dass halt auch in die neuen Wohnungen, die teuren Wohnungen, ziehen neue NachbarInnen ein. Und da passiert tatsächlich auch so Dinge, dass es dann häufiger Beschwerden gibt gegen zu laute, zu migrantische Orte, genau, Lärmbeschwerden, Beschwerden wegen Rauchen, das Ordnungsamt wird gerufen. Die Freundin aus dem Sprengelkiez hat auch gesagt, sie hat das schon sehr klar als mich als griechische Frau, werde ich da nochmal anders angegangen und anders irgendwie eingeschüchtert oder gestört oder dass es sozusagen speziell sie getroffen hat. Das ist, kommt also, glaube ich, sozusagen zusammen in die neuen Wohnungen, ziehen neue Nachbarn, die irgendwie anders, weniger mit so alten Kiez-Institutionen oder Gewerben vernetzt sind, die halt, denen halt Ruhe vielleicht wichtiger ist, I don't know. Und wir haben das auch ganz klar in unseren Gästen gemerkt, wie viele wegziehen mussten, wie viel von dieser so Solidargemeinschaft, die sich da eigentlich auch trifft, auseinandergebrochen ist oder loser geworden ist. Und vor allen Dingen auch nochmal so vor Lockdown und nach Lockdown war irgendwie auch nochmal, finde ich, krass zu sehen, auch im Unterschied. So, erstmal soll ich noch was weiter sagen? Wir können auch erstmal die Runde weiterführen. Ja. Vielleicht machen wir weiter mit der Solidargemeinschaft und mit der Kiezkommune. Genau, ihr seid ja als Kiezkommune hier in der Buttmannstraße seit 2019, glaube ich, mit dem Kiezladen aktiv und versucht ja vielleicht sogar ein Stück weit diese Solidargemeinschaft, die du gerade beschrieben hast, sozusagen, die sich bei euch irgendwie in der Kneipe vielleicht auch über die Jahrzehnte gebildet hat, eigentlich auch hier so im Kiez ein Stück weit aufzubauen. Und
dabei, wenn man so auf eure Website schaut und genau, wenn man mit euch schnackt, dann sieht man, ihr habt sozusagen ein recht breites Angebot, aber eher an so sehr niedrigschwelligen Angeboten von Hausaufgabenhilfe, regelmäßige Essensausgaben. Ich glaube, eure Nachbarin können die Räume nutzen für Hochzeiten und Trauerfeiern, habe ich gelesen. Und was, glaube ich, ja für so eine linke Szene, ich komme selber aus der linken Szene, jetzt eher ein ungewöhnlicher Ansatz, finde ich sozusagen, finde, ist für so eine politische Arbeit. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, Aline, was ihr sozusagen für Ziele mit eurem Angebot verfolgt und genau wie man so eine, in Anführungsstrichen, unverbindliche Einladung von Nachbarn für Angebote, inwiefern das so eine gesellschaftliche Linke oder so eine Linke hier im Kiez stärken kann. Also generell ist unsere Idee, dass wir der Nachbarschaft die Möglichkeit geben wollen, sich selbst zu organisieren. Und dass wir uns so ein bisschen verabschiedet haben von dieser linken Bubble, die immer so sehr exklusiv nach außen hin wirkt und die Hürden sehr groß sind, sich zu organisieren. Und dann sind wir halt durch den Kiez gelaufen und haben die Menschen hier gefragt, was ihre Bedürfnisse sind, was sie sich wünschen, was eine Solidargemeinschaft für sie bedeutet. Und unser Sinn ist dahinter so ein bisschen, dass durch soziale Angebote, die man knüpft, man auch soziale Beziehungen zu der Nachbarschaft aufbaut, so divers wie sie auch sein mag, und dadurch auch so ein bisschen unsere Werte durch Vertrauen, die man durch soziale Beziehungen aufbaut, so ein politisches Bewusstsein schafft und dass die Kraft für so Selbstermächtigung über den Staat halt auch von innen kommt und von den Menschen selbst, die hier leben. Und dadurch machen wir halt so kiezbezogene Nachbarschaftsarbeit und es gab halt viel, also das sind alles Ideen, die mehr oder weniger aus der Nachbarschaft selbst heraus entstanden sind. Und wir sind momentan so, das muss man glaube ich ehrlich sagen, eher eine sehr junge, also so wie linke Studisgruppen oftmals sind, so sehr jung, irgendwie Studis, viele weiße Menschen und wollen uns, das spiegelt halt nicht so die Gesellschaft im Wedding wider und deswegen wollten wir halt anderen Leuten die Möglichkeit geben, sich hier zu organisieren und das geht halt durch sowas wie Nachhilfe oder so Essensausgaben, die jetzt meistens eigentlich von den NachbarInnen selbst organisiert werden und genau so halt den Raum schaffen, eine aktive Rolle zu haben und so. Genau, ohne diese Hürde von, okay, ich muss jetzt irgendwie mich einer linken Theorie bedienen können oder ich muss irgendwie ein bestimmtes Auftreten haben, um dazuzugehören, dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Okay, da können wir bestimmt gleich auch nochmal ein bisschen stärker einsteigen. Ibrahim, ihr seid ja hier auch in der Straße aktiv, auch schon, glaube ich, sehr viel länger, als es den Kiez-Raum hier gibt, oder? Und ihr habt ja auch Verbindungen sozusagen zur Kiezkommune. Und ihr, also der Wedding ist ja ein, würde ich schon sagen, recht migrantisch geprägter Stadtteil. Und ihr bietet sozusagen ja auch Beratungsangebote an, unterstützt irgendwie Leute, die hier neu in den Kiez kommen, auch bei der Wohnungssuche. Der Wohnungsmarkt in Berlin, das wissen natürlich auch alle, ist ja sehr eng und eben auch von steigenden Mieten betroffen. Und gerade Leute mit dem in Anführungsstrichen falschen Nachnamen haben ja immer große Probleme, tatsächlich eine Wohnung zu finden. Und vielleicht kannst du ein bisschen vorstellen, sozusagen, was ihr als Salam e.V. so macht, auch vielleicht wie auch ein bisschen eure Beziehung hier zu dem Kiezladen ist. Alles gut. Das ist ganz kurz, sorry, dass ich mit euch mit Maske rede, weil ich bin stark erkältet seit einer Woche, ich will keine einstecken. Und wir sind der Nachbarn von Kiezkommune. Salam e.V. ist ein relativ junger Verein, seit fast 10 Jahren eigentlich. Bald feiern wir unseren 10. Geburtstag hier in Kiez. Wir nennen das seit so offiziell seit 2014 haben wir unseren Verein hier gegründet mit da so einem Kollegen, die waren schon lange hier. Alles die viele geflüchtete Menschen ab 2012, so 15, 16 nach Berlin gekommen. Ich komme ursprünglich auch aus Syrien, aus Aleppo, habe auch hier studiert an der Humboldt und dann alles in
meine Koffer eingepackt, wir sind zurück nach Syrien, die Sura kommen zu mir. Hier in Berlin, wir haben so auch gesagt, dass wir müssen auch etwas tun für die Community. Und da haben wir angefangen, dass wir nicht so weit weg vom ehemaligen Lageso hier in Moabit. Und in 2015, September, Oktober, mussten Leute so ein 2-3 Uhr morgen aufstehen, um eine Nummer zu kriegen. Und da wir waren dann ein Zwischenstopp hier. Leute kommen zu uns, sie trinken etwas und dann gehen so zu Fuß zu Lageso. Da ganz am Anfang, zwischendurch haben wir uns auch entwickelt und Projekte auch durchgeführt. Da machen wir eine Beratung, Alltagsthemen. Viele Geflüchtete haben nicht so viel von der Alltagsbürokratie hier in Berlin mit Anträgen, muss man sich vor alles Antrag stellen. Und der Antrag ist es nicht so easy. Ja, Amtssprache ist auch nicht so einfach zu verstehen. Viele kommen, die suchen erstmal so einen Deutschkurs oder die Kinder suchen einen Schulplatz oder Kita-Platz. Und wir haben wie möglich versucht, die Geflüchtete zu unterstützen. Unser Angebot ist eigentlich auch kostenfrei, auch freiwillig. Und unsere Community mehr spricht Arabisch. Aber wir versuchen auch, das ist offen für alle, dass 3-4 Sprachen ist es auch gewährleistet, wenn es auf Englisch, auf Deutsch, auf Kurdisch. Und ehemalige haben wir auch einen Kollegen, die kann Dari Farsi. Wir haben auch kooperiert mit der Nachbarschaft, dass hier im Kiez eine tolle, so ein vielfältige so ein Akteur haben. In der Kiez-Kommune zum Beispiel, die haben eine Kollegin, die hier sitzt, hat uns unsere Klientin Deutsch beigebracht. Vielen Dank. Und auch das hier ist Mathe und Physik oder weiß nicht, die Nachhilfe. Auch das ist hier zusammen mit der Kiez-Kommune. Wir haben einen tollen Austausch. Da haben wir auch zusammen mit den anderen auch die Straßenfest zweimal auch organisiert. Da machen wir die Fotoausstellung, auch die verschiedenen Aktivitäten. Auch ein Sport hier vor Corona-Zeit in der Adidas Sporthalle, dass wir versuchen auch nicht ein so Community vor so ein Sura oder so ein arabischer Verein, so wie das sonst mit allen Nachbarn, alte Nachbarn und neue Nachbarn, dass wir immer so ein gut hinkriegen. Und wir haben so hier zwei Nachbarn, alte Nachbarn, die haben neue Nachbarn bei sich zu Hause gehabt. Und ich glaube, im Wedding funktioniert sehr gut. Jetzt, letzte Woche, habt ihr alle schon erfahren, vor dem 6. Februar, die Erdbeben in Nordsyrien, in der Türkei. Es gab so viel Fokus auf der Türkei. Es ist Katastrophe, es ist überall, aber es gab wenig so in Syrien. Deswegen haben wir eine Spendeaktion auch gestartet. Und wir waren so stolz auf der Kiez hier, dass alle, fast alle Nachbarn haben auch mitgemacht, etwas gespendet, entweder Sachspende oder Geldspende. Es sind Kitas, Schulen, Privatpersonen, Vereine haben uns richtig gut unterstützt und wir haben jetzt 2 LKWs nach Nordsyrien geschickt und morgen, wir haben auch 2 LKWs stehen, dass wir auch mit den Sachguten auch nach Nordsyrien schicken können. Nehmt ihr Sachen an bei euch im Land? Eigentlich, wir sind jetzt voll, wenn ein paar Kartons geht mehr, aber wenn so ein ab 10 Kartons, wir haben leider keine Kapazität. Nein, das sind nur einzelne Bedecken und sowas. Ja, also es geht auch, ja. Okay, genau. Danke, Ibrahim. Und jetzt sozusagen zur Hände weg vom Wedding. Ich glaube, ja, es ist nicht gelogen, wenn ich sage, dass Hände weg vom Wedding eigentlich schon so über die Bezirksgruppen, über die Bezirksgrenzen hinweg eigentlich so quasi die sichtbarste und vielleicht auch bekannteste Gruppe, linksradikale Gruppe im Wedding ist. Ich meine, ja, mit der Demo am 30.04., glaube ich, sozusagen den Wedding auch nochmal über die Bezirksgrenzen hinweg auch einfach als so Anlaufort für eine linke Szene bekannter gemacht und gleichzeitig habt ihr ja
so eine sehr basispolitische Ausrichtung. Also vielleicht habt ihr es auch gemerkt, alle, vielleicht bis auf die Linke, aber auch bei der Linken spielt der Basisarbeit eine gewisse Rolle. Aber alle hier auf dem Podium vertretenen Gruppen sind ja quasi auch eher basispolitische Gruppen, weniger jetzt auf große Events, auf große Mobilisierung zielen, sondern eher versuchen, in den Nachbarschaften zu wirken, nachbarschaftliche Kämpfe aufzunehmen. Und ihr habt 2018, glaube ich, das Kiezhaus gegründet, im afrikanischen Viertel, das Kiezhaus Agnes Reinhold, auch so ein bisschen sozusagen rauszukommen aus dieser Szeneblase, wie Aline das schon beschrieben hat. Und als so, würde ich sagen, wichtiger Akteur, linker Akteur im Wedding, habt ihr vielleicht auch ein bisschen so einen Überblick über die Lage der gesellschaftlichen Linken vielleicht hier im Kiez. Und mich würde interessieren, wie ist so eure Sicht momentan auf die Linke hier im Bezirk? Also was sind vielleicht auch so Projekte, die euch Hoffnung gemacht haben in der letzten Zeit? Wo gibt es vielleicht auch irgendwie Nachholbedarf? Und vielleicht auch so ein Stück weit so ein Resümee. Ich meine, ihr macht jetzt seit über 10 Jahren hier im Bezirk irgendwie Politik. Habt ihr das Gefühl sozusagen, ihr habt damit auch Erfolg? Also genau. Na, sag mal. Also ich könnte jetzt hier auch noch eine Stunde referieren, so bei den paar Fragen. Genau, ich würde vielleicht erstmal so, vielleicht so unsere Position zum Überblick des Weddings mal geben. So, so gesamtgesellschaftliche Akteure, linke Akteure so im Wedding ist ein bisschen, also gibt es auf jeden Fall so. Ich würde halt auch gucken, was das erstmal bedeutet. So. Also es geht schon darum, habe ich jetzt eine Organisation, eine Gruppe, die versucht erstmal eine Gesellschaft zu analysieren, was ist so, sage ich mal, die größte gemeinsame Klammer, was strukturiert unsere Gesellschaft so, das wäre unserer Meinung nach klar, der Kapitalismus so. Dann das Zweite, so was kommt daraus so, was sind die größten Widersprüche so zwischen Arbeit, Kapital, Patriarchat, Rassismus, dass man das schlecht findet und auch erkennt so, okay, die Wurzel dessen möchte man eigentlich auch gesamtgesellschaftlich überwinden so. Da gibt es wahrscheinlich auch noch sehr viele Akteure und so. Und dann ist, glaube ich, so der Punkt so, wie kann ich das auch in den ganzen Teilbereichen wirklich ansetzen so. Und das dann auch, um das ja doch wirklich, ja, sag ich mal, den politischen Ansatz auch in der Praxis umzusetzen so, gibt es halt auch vieles Breites so, vielleicht auch mehr mit Abstrichen so. Und aber wahrscheinlich auch jetzt nicht die Organisation, die das komplett abbilden kann so. Ich würde auch selbstkritisch sagen, so bei uns ist es auch sozusagen, sag ich mal, ein Punkt so von Kulturarbeit, eine klassenbewusste proletarische Gegenkultur, so eine Jugendarbeit, so ich weiß nicht, auch so mit ökologischer Teilbereichskämpfen, so, also es gibt ja Fridays for Future, aber ich weiß jetzt nicht, wie die noch aktiv sind und so. Haben heute gestreikt. Zusammen mit den... Wir sind im Wedding. Ja. Also genau, also klar, eine Demo ist das eine so als Zuspitzung, aber was kommt danach so? Aber klar, also es gibt schon viele Projekte, die uns Hoffnung machen. So. Und ich würde da auch ganz klar sagen, also diese beiden Stadtteilläden, die jetzt auch hier existieren, so, sind für mich halt schon ein groß gutes Indiz, so, dass es schon im Gegensatz zu von vor 10 Jahren hier eine sehr positive Entwicklung gibt. So, dass halt für einen auch, wie die Genossin schon meinte, so, eine Politik stattfindet, die in die Gesellschaft reinwirken möchte und sich nicht und sich jetzt nicht irgendwie selbst, ja, wie soll man sagen, zu verselbstwirklichen oder so oder nur zum Selbstzweck existiert so. Auch Gruppen wie zum Beispiel Wedding United, eine migrantisch geprägte Gruppe, so, die sich halt auch aus den Konsequenzen des Hanau-Attentats gegründet hat, so eine Selbstorganisierung voranzutreiben. So. Auch die Sozialberatungen, die ja auch mit denen ja Basta auch angefangen hat, im Wedding auch ziemlich früh schon so Basisarbeit, Nachbarschaftsarbeit zu aktivieren, so, das sind schon Projekte, die gibt es ja auch immer noch so. Auch die Plumpe als eine Zeitung, eine Stadtteilzeitschrift, die wir ja auch gemeinsam rausbringen, so, wo halt auch, was eben kein Zähneblättchen sein soll, sondern schon einer proletarischen Stimme, eine Stimme von unten auch irgendwie Ausdruck verleihen will mit den Lebensgeschichten oder Lebenswirklichkeit, die hier auch real sind. So. Auch die vielen Kontakte noch von früher so zu Hausinitiativen, Hausgemeinschaften, die sich gegründet haben aufgrund ihrer Verdrängungsprozesse. So. Also es gibt schon sehr, sehr viel. So. Es ist halt nicht das, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt die Lösung, so, aber ich finde auch in der Summe ist es schon sehr, sehr gut. Und auch diesen Einfluss, sag ich mal, was du meinst, so mit vielleicht so Indie-Szene rein, so,
das würde ich uns gar nicht mal so groß ankreiden wollen, so. Das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es ja, die Gesellschaft irgendwie zu erreichen, so. Und auch wie ihr es ja auch genannt habt, so, auch die, irgendwo vielleicht auch eine politische Selbstermächtigung der Nachbarschaft zu erfahren und so. Und da will ich schon sagen, da gibt's, hat sich sehr viel verbessert, so, oder auch, da ist auch ein sehr großes Bewusstsein in der Nachbarschaft vorhanden, so. Genau, das macht schon Hoffnung, so. Das auf jeden Fall mit eigenen. Nee, was war die zweite Frage? Naja, also diese Erfolge nach den Erfolgen oder wo auch vielleicht, wo sind dir Nachholbedarfe? Aber wir können das auch in der zweiten Runde. Ja, erstmal genau. Ja, Hoffnung ist ein gutes Stichwort. Genau, wir haben ja noch eine Person hier, Jackie von der Linken. Hoffnung ist insofern sozusagen, wenn man sich die Regierungspolitik anschaut, vielleicht jetzt ein Stück weit weniger zu erwarten, weil wir wissen es alle, es wird wahrscheinlich die GroKo kommen, genau, was ja auch sicherlich im Wedding irgendwie zu spüren sein wird. Genau, aber durch eure Arbeit in der BVV habt ihr als Linke ja quasi so eine Übersicht, nicht nur über den Wedding, sondern auch über Gesamtmitte, aber heute machen wir eine Veranstaltung zum Wedding und guckt vielleicht auch nochmal ein bisschen anders auf Konflikte, Widersprüche, Probleme im Kiez als jetzt, sagen wir mal, eine Initiative und habt auch vielleicht einen ganz guten Einblick in den Baustadtrat hier, in die Arbeit des Baustadtrats Ibrahim Gothe. Das ist ein SPDler, der ist auch schon sehr, sehr lange hier im Mitte-Baustadtrat und ich dachte, das ist vielleicht so eine ganz interessante Ergänzung ist, wenn wir sozusagen viel jetzt über Basisarbeit gesprochen haben, dass wir uns auch nochmal so ein bisschen anschauen auf der einen Seite, was sind so Themen in der BVV, die gerade irgendwie besprochen werden, vielleicht wo auch die Initiativen jetzt nicht so den Blick für haben und auf der anderen Seite auch, wie ist so eine linke Einschätzung eigentlich von der Arbeit des Baustadtrats. Wir reden hier heute nicht nur über Mieten- und Wohnungspolitik, aber Mieten- und Wohnungspolitik ist, glaube ich, für alle sozusagen auch fürs Mieterecho natürlich und für uns als Mietergemeinschaft ja schon eigentlich so einer der Schwerpunktthemen. Deswegen haben wir gedacht, wollen wir sozusagen natürlich auch mal den Blick auf die Arbeit des Bezirksamts widmen. Ja, erstmal würde ich kurz sagen, ich bin heute hier in Vertretung für Martha. Martha ist die wohnungspolitische Sprecherin bei uns in der Fraktion, in der BVV. Dementsprechend, ich bin auf jeden Fall vorbereitet auf mietenpolitische Themen, aber kann nicht garantieren, dass ich immer alles hundertprozentig beantworten kann, weil es eben nicht meine Schwerpunkte sind. Trotzdem bin ich natürlich trotzdem drin, auch mit Herrn Gothe, dem Baustadtrat, da ich auch das Thema soziale Stadt bearbeite. Genau, deswegen werde ich jetzt versuchen, so gut wie es geht, eure Fragen zu beantworten. Also Ibrahim Gothe, da hast du schon ganz richtig gesagt, wir haben da auf jeden Fall einen guten Einblick, wie der arbeitet. Und meine Einschätzung wäre, dass er eher nach Schwerpunkten arbeitet. Also er hat halt seine Herzensthemen und da geht er auch ran. Und da setzt er sich auch sehr für ein und macht auch einen guten Job. Aber meine Einschätzung wäre eher punktuell. Bei vielen Themen ist das Bezirksamt eher nachlässig oder guckt auch bei bestimmten Themen weg. Ich habe auch so ein paar Beispiele mitgebracht, wo du jetzt auch nach brennenden Themen gefragt hast, die nicht alle im Wedding sind, aber auch so als Beispiele, wo halt irgendwie der Blick nicht so hinschweift vom Bezirksamt oder wo auch nachlässig gearbeitet wird. Zum einen ist das beispielsweise in der Jagostraße in Moabit. Da lässt der Eigentümer die Wohnungen systematisch verfallen. Es gibt Wasserschäden und da passiert einfach nichts. Die Wohnungsaufsicht müsste hier eigentlich aktiv werden und sie ist es faktisch bis heute nicht. Und Marthas Anfragen dazu wurden auch 3 Monate lang ignoriert und eigentlich gibt es eine fünfwöchige Antwortfrist, also nach 5 Wochen müssen Anfragen beantwortet werden. Wenn wir als BVV-Verordnete auf kommunaler Ebene diese Fragen stellen und das ist nicht passiert, also auch hier ein ganz großes Leck einfach. Dann
Das zweite Beispiel ist Karstadt am Leopoldplatz, also ein ganz aktuelles Weddinger Beispiel auch. Seit Monaten kämpfen wir für den Erhalt dieses Warenhauses und für den Schutz der MitarbeiterInnen und auch für die Beteiligung der Anwohnenden, also dass die Nachbarschaft mitbestimmen darf, was in dieses Gebäude rein soll, was damit passieren soll. Und da hat sich das Bezirksamt mit nur 2000 Quadratmetern sozialpreisgebundener Wohnung abspeisen lassen. Und nur so mal als Gegenbeispiel, 30.000 Quadratmeter sind für Büroflächen vorgesehen. Also 2000 Quadratmeter versus 30.000. Also ich finde, das ist ein Witz. Und wir wissen ja auch alle, was so ein neuer Büroturm für den Wedding auch bedeutet und was das für die Gentrifizierung hier auch bedeutet. Das dritte Beispiel ist die Tegeler Straße bzw. im Mettmann-Kiez. Dort sollen 140 Wohnungen abgerissen werden zugunsten der Standortentwicklung von Bayer. Also Bayer ist der Eigentümer, möchte ihren Standort weiterentwickeln und reißt dafür einfach mal 140 Wohnungen ab. Hier merkt man auch auf keinste Weise einen Widerstand vom Bezirksamt, eher das Gegenteil. In einer BVV-Sitzung hatte der Baustadtrat sogar Bayer für seine großartige Arbeit gelobt und in meinen Augen dadurch auch so ein bisschen diesen Abriss legitimiert. Wir haben daraufhin versucht, zumindest ein anzuregen, dass wir einen Sozialplan entwickeln oder dass vom Bezirksamt ein Sozialplan entwickelt wird, sodass die MieterInnen wenigstens angemessene Ersatzwohnungen bekommen. Und auch das wurde ignoriert. Ja. Ein weiteres Beispiel wäre auch aus Moabit das Haus der Weisheit. Das ist eine Moscheegemeinde, die ihre Räumlichkeiten verlassen mussten aufgrund eines Bauprojektes des Bezirkes. Und der Bezirk hat sich bis heute nicht darum gekümmert, für diese Moscheegemeinde Ersatzräumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Obwohl die BVV ganz klar gesagt hat, wir stimmen diesem Neubau und diesen Sanierungsarbeiten nur zu, wenn neue Räumlichkeiten für diese Moscheegemeinde gefunden wird. Und das ist bis heute nicht passiert. Und das sind Sachen, wo ganz klar und deutlich wird, dass da nachlässig gearbeitet wird und dass da auch teilweise einfach viele Lücken sind, wo definitiv nachgebessert werden muss. Okay. Ich habe mir das so gedacht, dass wir nochmal sozusagen eine zweite Runde auf dem Podium machen, dass ich nochmal jeweils den Referenten eine Frage stellen und dass wir dann aber sozusagen auf eure Fragen, auf eure Diskussionsbeiträge zurückkommen. Genau. Ich würde nochmal mit dem Café Kralle anfangen. Wir haben jetzt ja so ein bisschen über Basispolitik gesprochen und ich glaube, in dem Interview kam es auch so ein bisschen raus, dass ihr selber auch sozusagen ein Stück weit ja versucht, als so nicht nur als irgendwie queer-feministische Szene-Kneipe aufzutreten, sondern irgendwie ein Stück weit sozusagen auch feministische Basisarbeit macht. Und oder als Kiezkneipe. Oder als Kiezkneipe, genau. Und ist es, oder ich glaube, in dem Interview kam auch so eine Frage, ist es sozusagen ein Widerspruch, auf der einen Seite ein queer-feministischer Schutzraum vielleicht auch zu sein und auf der anderen Seite so eine Kiezkneipe? Und inwiefern, wie geht ihr damit so um? Also wir sagen erstmal nicht, dass wir ein Schutzraum sind, sondern dass wir halt, wir sind eine feministisch geführte Kneipe. Das heißt, wir haben politische Grundsätze, es gibt bestimmte Sachen, das heißt, wenn bestimmte Äußerungen fallen oder dass wir darüber unterhalten, wie gehen wir mit sexueller Gewalt um. Genau, weil wir möchten nicht ein so komplett, ich glaube, das geht auch einfach nicht, aber es ist auch nicht unser Anspruch, sondern wir wollen gerne, dass bei uns diskutiert wird. Manche Leute fliegen sofort raus, aber wir führen auch oft irgendwie Prozesse mit wiederkehrenden Gästen über Verhalten und so weiter. Und genau, deswegen ist, glaube ich, eher auch mit einer feministischen Haltung das Führen, aber auch gemeinsam, also auch dieses Basisarbeit und gemeinschaftlich mit den Gästen. Also es gibt halt auch einfach immer noch und immer wieder neue Gäste, die sehr treu kommen und auch sehr viel den Ort mitgestalten.
Und mit dieser verändernden Nachbarschaft ist es für uns auf jeden Fall auch eine Frage, die wir uns stellen müssen, wie, weil diese Gentrifizierung findet auch tatsächlich, wir sehen die so in unserem Kneipenraum statt, von wer kommt da rein, mit wie viel Geld bezahlt welche also Getränke. Wir sind auch irgendwie auf zahlungskräftige KundInnen angewiesen. Aber wir müssen schon auch aufpassen, dass so, hey, wem reservieren wir Plätze? Wie halten wir Plätze für die Gäste frei, die halt diese nachbarschaftliche und unsere langjährigen KundInnen sind? Was für Getränke nehmen wir mit auf die Karte? Also ich habe mit Chai Latte habe ich aufgenommen. Es gab auf jeden Fall mal eine Diskussion, dass man Chai Latte nicht verkaufen darf, weil das ist das falsche Signal. Und als Kollektivkneipe, die nicht ganz so gewinnorientiert quasi oder ausgerichtet ist, haben wir da auch ein bisschen mehr Spielraum vielleicht als andere Leute. Was so Preispolitik zum Beispiel angeht. Also dieses kollektive Arbeiten als Alternativvorschlag oder so ein Versuch, alternatives Arbeiten, das finde ich tatsächlich auch total wichtig. Und es gibt da sowohl berlinweit auch Vernetzung mit anderen Kollektiven. Und ich meine, das Kralle ist so eins der ältesten Kollektive in Berlin und auch das älteste feministische Kollektiv. Und ist halt auch in dieser Besetzungsszene und Kollektivszene, da gab es so eine ganze Welle, davon haben nicht viele überlebt. Und jetzt gibt es aber meiner Meinung nach auch schon wieder also eine neue Anlauf, ein neues Aufkommen von Kollektiven. Und es gibt auch eine deutschlandweite erneute Vernetzung, wo jetzt dieses Jahr das dritte bundesweite Kollektivvernetzungstreffen stattfindet. Und da total viel passiert, sich gegenseitig auszutauschen und zu stärken, was das kollektive Arbeiten angeht auch. Ja. Hier auch in Berlin? In Berlin gibt es auch eine Vernetzung, ja. Die trifft sich regelmäßig? Ja. Okay, ich würde gerne so ein bisschen bei dem Thema bleiben, also vielleicht auch, es gibt ja, du bist ja sozusagen nicht nur in der Kiezkommune aktiv, sondern auch in dem, ist es die Frauenkommune oder? Ehemals Frauenkommune, Ella Treber. Und ihr habt euch ja 2022 sozusagen explizit auch als feministisches Kollektiv, kann man sagen, irgendwie gegründet. Und ihr macht jetzt am 5. März auch eine Demo am Leopoldplatz um 15 Uhr, also jetzt am kommenden Sonntag. Und vielleicht kannst du nochmal erzählen sozusagen, was war für euch so der Ansatz, dass ihr euch gegründet habt als explizit feministische Gruppe und auch als vielleicht feministische basisorientierte Gruppe und vielleicht auch bezogen auf das Café Kralle, spielt da sozusagen auch so eine kollektive Arbeit irgendwie eine Rolle? Also sozusagen, was bietet ihr so an oder wie kann man sich das so vorstellen? Also die Gruppe hat sich, nochmal zur Korrektur, letztes Jahr haben wir uns umbenannt in Gruppe Ella Trebe, aber die Frauenkommune, die eigentlich, wir sind die gleichen Menschen sozusagen, die gleiche Gruppe, existiert schon seit 2018, glaube ich. Weiß nicht. Und wir haben uns ursprünglich mit dem Gedanken gegründet, dass wir, also es war auch in Bezug auf den 8. März, so Frauen- und Flittercafés organisieren wollten, monatlich, um uns halt irgendwie genau mit der Nachbarschaft auszutauschen. Und auch feministische Themen in die Gesamtstruktur zu bringen. Ist immer so ein bisschen die Frage, ob sowas dann abgegrenzt werden sollte von der Gesamtstruktur. Aber genau, es war uns irgendwie auch wichtig, einfach einen Flinterraum zu haben hier in der Kiezkommune. Genau, und unsere Basisarbeit spiegelt sich eigentlich in unseren Projekten wieder. Wir haben ganz verschiedene Themen, zu denen wir arbeiten, unter anderem gibt es eine Kommission von uns, also wir sind aufgeteilt in verschiedenen Arbeitsgruppen, die nennen sich Kommission zu verschiedenen Lebensbereichen und eine Kommission hat zum Beispiel ein Angebot geschaffen für Selbstverteidigungskurse für junge Frauen, für Interpersonen. Wir richten ein zweiwöchentliches kinderfreundliches Familiencafé aus, wo wir darauf hoffen, dass halt auch irgendwie Menschen, die sehr von Sorgearbeit irgendwie oder deren Leben sehr von Sorgearbeit bestimmt ist, so wie alleinerziehende Mütter oder so, auch die Möglichkeit haben, hierher zu kommen, sich auszutauschen. Wir sind auf Spielplätze gegangen und haben mit Menschen, Familien,
Müttern gesprochen, was so ihre Probleme sind, was sie für Probleme und Wünsche haben, die den Kiez betreffen. Und in dem Zuge haben wir jetzt halt auch diese Demo unter diesem Thema für Sonntag organisiert. Wir treffen uns um 15 Uhr am Leo und wollen unter dem Thema Pflege in der Krise auf die Straße gehen. Das machen wir jetzt zum dritten Mal, also in Anbetracht des Feministischen Kampftages jetzt am 8. März, dass wir vorher so eine kiezbezogene, kleinere Demo durch den Wedding organisieren. Und dadurch, dass auch jetzt in der Corona-Krise so Sorgearbeit und vor allen Dingen aber auch nicht nur in der Pflege, sondern auch unsichtbare Sorgearbeit von, wie schon gesagt, irgendwie Kindererziehung oder pflegende Angehörige oder sowas, einen großen Wert oder viel Raum einnimmt für Menschen hier im Wedding, haben wir uns dieses Thema dann zu Herzen genommen und wollten dafür halt auf die Straße gehen, um diese unsichtbare Arbeit sichtbar zu machen. Genau, und die Demo ist unter dem Titel Raus mit Kochtopf und Krawall, und nochmal zur Erklärung, vielleicht habt ihr schon mal Plakate gesehen oder so, ist angelehnt an, das haben wir uns ein bisschen abgeguckt, von südamerikanischen feministischen Kämpfen, dass man sozusagen mit Kochtopf und Lärm irgendwie ganz viel kraftvoll irgendwie in den Kiez bringen kann und diese Unsichtbarkeit dann sichtbar machen kann dadurch. Genau. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Jetzt zu Ibrahim. Wir haben sozusagen über verschiedene Ansätze auch von Versuchen, irgendwie Selbstorganisation von Menschen zu unterstützen, gesprochen. Ich glaube, wenn ich an Kämpfe sozusagen denke von Menschen, die hier angekommen sind, von Geflüchteten, dann muss ich persönlich immer an den O-Platz denken und damals über die Organisierung und die Besetzung von dem O-Platz in Kreuzberg. Wir haben ja im Wedding ja auch verschiedene Unterkünfte, wo Menschen sozusagen, die geflüchtet sind, auch leben. Und mich würde interessieren, wie ist es bei euch, also seht ihr eure Arbeit sozusagen auch als Ansatz, um eine Selbstorganisierung von Menschen auch zusammen voranzutreiben, von Geflüchteten, und vielleicht auch mit wem arbeitet ihr hier so im Kiez so zusammen? Also wir haben jetzt gehört, ihr arbeitet mit der Kiezkommune zusammen, was sind sozusagen noch so Bündnispartnerinnen von euch, irgendwie Kooperationspartnern hier auch im Umkreis? Ja, eigentlich Lobbyarbeit ist wichtig. Ohne das geht, kann man nicht bewegen. Und können wir als Einzelperson oder Kleinverein nicht viel machen. Und deswegen, ich finde es sehr gut, dass wir hier in Wedding viele Akteure sind sehr aktiv. Gerade zu Thema, ich habe am ersten Teil in Ihrer Frage von Wohnungssuche und Miete und Explodieren von Nebenkosten, Gaspreise und Strom nicht richtig erwähnt, weil ich glaube, das Problem schon, wie wir wiederholen uns, wenn wir darüber nochmal reden. Aber unsere Zielgruppe ist noch stärker betroffen. Viele leben jahrelang schon in Unterkünften, sie finden keine Wohnung oder keine so eine richtige. Ich habe ein kleines Beispiel, dass eine Familie hat so ein Heizungsprobleme. Die Wohnungsgesellschaft hat nach dreieinhalb Wochen reagiert. Sie haben Alleinerziehende, sie hat Kinder zu Hause, und das ist schon ein Beispiel. Und das ist noch ein interessantes Phänomen, das ist, wenn man zu Wohnungsgesellschaften geht und online steht alles, alle Wohnungen kann man bewerben, schreibt man 1000 Bewerbungen, vielleicht eine Antwort, danke für Ihre Bewerbung, wir würden uns bald dauert so ein paar Monate. Und wenn man auf legalem Weg versucht, eine Wohnung zu finden, es ist, weiß man nicht, wie lange dauert oder kriegt man oder nicht. Aber interessant, wenn man auf illegalem Weg versucht, auf einmal ist eine Wohnung vorhanden. Wenn man ein paar tausend Euro zahlt vor illegalen Makler, es gibt schon eine Wohnung. Auch ein Beispiel, eine alleinerziehende Frau hat auch einen Sonderbedarf. Sie hatten 10 Besichtigungen, ist keine Wohnung. Sie kriegt Anruf von einem Makler. Sie mit 5.000, 6.000 Euro kriegt sie eine Wohnung. Und das ist eigentlich sehr interessant in Berlin in letzter Zeit. Auch wir haben gesagt, wenn ihr die Kontaktdaten von solchen Maklern, können wir auch mit der Polizei weitermitteln oder so. Aber passiert nicht so viel. Wir arbeiten weiter. Zurück zu Ihrer Frage jetzt.
Wir haben auch Dachverband von Migrantenvereinen oder syrischen Vereinen in Berlin oder in Deutschland. Aber das ist noch am Anfang und finde ich, das sind selber zu organisieren, das ist eine Lobbyarbeit, es ist sehr wichtig, damit wir die Interesse unserer so Zielgruppe das zu vertreten. Und das ist auch mit den aktiven Akteuren hier in der Mitte oder auch im ganzen Berlin, dass man vielleicht auf der Bezirksebene, auch auf der Abgeordnetenhaus, kann man vielleicht mit der Zeit, wenn man gut organisiert wird, wenn sehr aktive so ein, wir gehen auch zusammen, dann auf der Straße, wenn es nicht mehr geht, über den normalen so ein Bezirk oder mit den normalen Wege, meinte ich. Und wir hoffen, dass wir uns mit der Zeit besser organisieren können und viele so ein Unterstützer kriegen. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten, deswegen eine kurze Frage noch an Stefan. Und zwar würde ich ja so ein bisschen die These wagen und mal gucken, wie es jetzt sozusagen weitergeht mit der GroKo. Sozusagen, viele glauben ja, dass die rot-grün-rote Regierung vielleicht sozusagen ein Stück weit ein Partner war für eine Mietenbewegung, für eine stadtpolitische Bewegung. Das wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein Stück weit anders werden. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass so Aktionen, die wir in letzter Zeit gemacht haben auf der Stadtebene, 2019 gab es eine Demo, da haben wir 40.000 Leute irgendwie hingebracht zu großen Mietendemos, es gab den Volksentscheid und in den letzten Monaten oder vielleicht in den letzten 2 Jahren hat man das Gefühl, es nimmt so ein Stück weit ab. Und was ist sozusagen bei euch die Antwort auf quasi, oder würdet ihr überhaupt diese These teilen, dass eigentlich sozusagen dieses Mietenthema, dieses Wohnungsthema, obwohl es eigentlich ziemlich doll brennt nach wie vor und die Mieten ja nach wie vor explodieren und man eigentlich immer schwerer noch eine Wohnung findet, dass gleichzeitig die Aktivitäten auf der Straße so ein Stück weit zurückgehen? Und würdest du dich dieser These anschließen? Und wenn ja, was ist sozusagen bei euch eigentlich so eine Antwort darauf, wenn man sagen kann, dass die mietenpolitische Bewegung ja vielleicht der zentrale Schlüssel war, um irgendwie auch sowas wie den Mietendeckel, auch wenn er dann vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, aber überhaupt erst irgendwie ins Gespräch zu bringen? Also teilen dieser These würde ich definitiv. Also ja, die Mietenbewegung, wahrscheinlich auch deutschlandweit, ist irgendwo auch in der Sackgasse so. Berlin hat man ja schon einen tieferen Einblick, würde ich das schon sehr stark ja sagen. So. Eine Antwort darauf haben wir natürlich nicht, so, sonst hätten wir es schon anders machen, würden es besser machen können. So. Ich glaube, die Hintergründe sind schon sehr vielfältig. So. Also man muss halt schon sagen, so, wenn Menschen so aus ihrer Wohnung gekickt werden, so, also das sind ja auch so die eigenen Erfahrungen, so, das sind ja... Also bei Zwangsräumungen, so die Leute, da zu erwarten, dass die Leute dann weiter gegen Zwangsräumungen aktiv sind, nachdem sie selber gerade ihre Wohnung verloren haben, wissen nicht, wo sie unterkommen sollen, das ist utopisch so. Und die Leute strugglen sehr stark so. Natürlich ist es halt auch so, wenn ich nach 8 Stunden Arbeit noch eine Familie zu Hause habe, dann werde ich mich auch nicht so stark in politische Strukturen oder Gruppen begeben können oder so mitmachen können, so wie wenn ich jetzt hier ein Ausland oder so ein freies Semester mache und noch alles von den Eltern bezahlt bekomme. So. Und ich denke halt auch, auch einen großen Teil hat auch die Senatspolitik. Also zum einen natürlich das Verschleppen des Volksentscheids, zum einen halt, dass halt auch wichtige Schutzinstrumente, es ist ja nicht nur der Mietendeckel, der schon super gut war so in seinem Ansatz, auch andere Instrumente, die waren eigentlich relativ Larifari waren fallen halt auch weg. So. Und auch man sieht ja auch weder die Berliner Politik, sag ich mal, Regierungspolitik von SPD halt her, ist irgendwie gewillt, da irgendwas gegen zu machen. So. Noch ist halt auch so, sag ich mal, auch die Verschleppung und dieses, was halt die Linkspartei gebracht hat, so oder nicht gemacht hat, so, ist halt natürlich auch ein mega Frustmoment, so, der sich halt auch in so einer Bewegung widerschlägt. So, und eigentlich für eine extrem starken Lethargie halt führt. So. Und ich glaube so, auch die klassischen Momente so, oder auch so von Zwangsräumung verhindern an sich so, es war halt irgendwo eine kleine, vielleicht auch ein kurzer Zeitmoment so, wo das halt sehr gut geklappt hat, so durch diesen Massenmobilisierungseffekt und durch diese kurzen individuellen Erfolge so und mal kurz was aufzuschieben, das hat kurz gefruchtet so, aber es glaube ich auch leider genauso wieder abgeflaut, weil ich kann es jetzt nicht genau sagen, was die Lösung wäre, aber ich glaube so dieses
überstrukturierenden Moment, eben aus einer Demo von 40.000 Mieterinnen, die auf die Straße gehen 2019, so, da hat, glaube ich, irgendwie der Moment gefehlt, so, dass da was Nachhaltiges entstanden ist, so, auch was irgendwie auch ein politisches Bedürfnis kanalisieren kann. Und ja, also ich würde auch, also ich weiß nicht, ob man auch sagen könnte, das Mietenthema an sich ist halt vorbei. So. Also die Gentrifizierung ist schon sehr fortgeschritten, so. Die Leute finden sich auch irgendwann damit ab, so. Das haben wir immer wieder erlebt, so, auch wenn sie zwangsräumen werden, auch mit den Mieterhöhungen, so. Da will ich den Leuten auch gar nicht irgendwie sagen, ja, ist das dumm oder so, überhaupt nicht so, aber man hat auch irgendwann keine Kraft mehr, so. Und einen neuen Ansatz, so, haben wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Wir versuchen erstmal jetzt halt auf einer anderen politischen Art und Weise, sag ich mal, Betriebskostenchecks anzubieten, um halt ein Mittel zum Zweck zu haben, wieder mit einem anderen Thema, was auch die Leute betrifft, so, wo man auch ein nahbares Erfolgserlebnis vielleicht garantieren kann oder zumindest vermitteln kann, so, da wieder erstmal noch einen Anknüpfungspunkt zu haben, so, ob die Leute wirklich bleiben, ob sie diesen Organisierungsmoment haben und diese Erfolgsmomente, das weiß ich nicht, so, das, ja. Hm. Ihr wart jetzt gerade schon direkt angesprochen als Linke. Ich meine, ich glaube sozusagen, da braucht man jetzt kein Wahrsager für sein, dass sich wahrscheinlich ja sozusagen die Rolle der Partei in den nächsten Jahren ein Stück weit ändern muss. Also weil man ist nicht mehr Regierungspartei in Berlin und dadurch hat man vielleicht auch eine neue Rolle sozusagen. Ich meine, die Linke hat in Berlin ja schon versucht sozusagen an Deutsche Wohnen enteignen quasi auch daran beteiligt zu sein. Also ein Teil auch der Leute, die da aktiv sind, sind ja auch selber in der Linken aktiv. Und gleichzeitig auch der Bezirksverband in Mitte, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber sozusagen einer der Mitgliederstärksten in Berlin, aber auch tatsächlich in ganz Deutschland. Also Mitte ist sozusagen tatsächlich so ein Brennglas wahrscheinlich für ganz verschiedene Bewegungen, auch innerhalb der Linkspartei sozusagen deutschlandweit. Und gleichzeitig stellt ihr hier seit Jahren einen Stadtrat, ich glaube aktuell für Gesundheit und Bildung, mal gucken, für Gesundheit und Jugend, mal gucken, wie es sozusagen jetzt in Zukunft ist. Und ihr habt aber auch, das nimmt man auch wahr, sozusagen euch selber auch an Protesten und Aktionen im Bezirk beteiligt. Zum Beispiel habt ihr letztens diese Rallye organisiert von Genug ist genug. Und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft gerichtet, aber auch ein Stück weit sozusagen, wie es aktuell ist. Was ist denn sozusagen für euch als Linke in Mitte, aber vielleicht auch als BVV-Fraktion, vielleicht auch für euren Stadtrat, was ist denn da eigentlich so ein Stellenwert quasi, was bezüglich der Zusammenarbeit mit Initiativen, mit einer mietenpolitischen Bewegung, auch vielleicht mit einer antirassistischen Bewegung. Also was sind sozusagen da, was ist da, was bedeutet das für euch, für die Parteiarbeit? Ja, also erstmal ist die Partei ja so organisiert, dass es auch Basisorganisationen gibt. Also es ist die kleinste Einheit auf Stadtteilebene quasi. Also wir haben hier alleine in Wedding mehrere Basisorganisationen, die auch wirklich sehr aktiv sind. Es gibt die BO Wedding, es gibt die BO Leo, es gibt Moabit Ecke Wedding. Also, und ich glaube, dass wir alle den Teil dazu beitragen, auch hier uns in der Nachbarschaft zu vernetzen, Basisarbeit zu leisten und uns sind Haustürgespräche zum Beispiel auch sehr wichtig. Wir haben das im Wahlkampf herausgefunden, dass es wirklich ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr gutes Mittel ist, um wirklich einfach mit den Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen man oft auf der Straße einfach nicht so einfach ins Gespräch kommt. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Tool geworden, um auch als Linke, als Partei, aber auch für uns als Fraktion zu erfahren, was sind denn gerade die brennenden Themen? So, also, und das kriegen wir wirklich nur im Gespräch hin, indem wir Vernetzungsarbeit machen, indem wir mit den Leuten sprechen, indem wir an die Haustüren gehen, aber auch indem wir Vereine besuchen, Initiativen besuchen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Fraktionsarbeit. Also die Fraktionäre gemeinsam mit den MitarbeiterInnen der Fraktion, wir besuchen regelmäßig Vereine. Wir sind ganz oft bei den bürgerlichen organisierten Gremien dabei und regen Beteiligungsprozesse an. Also das sind Sachen, die quasi in unserer Arbeit schon die ganze Zeit mitschwingen und was uns auch besonders wichtig ist. Dann gibt es natürlich unsere Basisgruppen, die zum Beispiel mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen, also um mal jetzt auch ganz konkrete Beispiele zu nennen, sehr eng verbunden waren, vor allem in der Zeit, wo wir intensiv am
Unterschriften sammeln waren, da waren wir bei den Treffen dabei, da waren wir selber extrem dabei, Unterschriften zu sammeln. Teilweise haben wir Haustürgespräche oder Infostände verbunden mit Unterschriften sammeln. Also das ging quasi Hand in Hand miteinander. Also diese Basisarbeit und halt die Unterstützung von der Enteignungskampagne. Ein sehr gutes Beispiel wäre zum Beispiel auch die Habersaatstraße. Das ist ja eine Wohnungsloseninitiative, die dort in diesem Gebäude gerade untergebracht ist und sich dafür einsetzt, auch längerfristig dort zu bleiben. Mit dieser Initiative haben wir beispielsweise als Fraktion sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Teilweise haben Fraktionäre von uns öfter mit den Leuten aus der Initiative gesprochen als mit ihrer eigenen Familie. Also es gab mal so Phasen, wo wir wirklich sehr viel in den Kontakt mit den Innis und so weiter stehen. Dementsprechend, und ich sage auch immer, als Sprecherin für soziale Stadt auch hier im Bezirk, sage ich auch immer wieder, es geht nicht ohne den Dialog, weil wir wissen ja überhaupt nicht, wo der Schuh drückt und was überhaupt gerade die Probleme sind und die Bedarfe sind, wenn wir nicht miteinander sprechen und wenn wir nicht in ständigen Austausch miteinander sind. Und anders funktioniert in meinen Augen Politik auch nicht. Eine Veranstaltung des Mieterechos. Weitere Informationen unter www.bmgev.de und im YouTube-Kanal Wohnen in der Krise.